Hallo und herzlich willkommen zur Folge 42 von Gothic 1, Quentins Bande. Wir sind zurzeit auf Stresssuche im neuen Lager. Der Kampf ist entschieden. Und wir finden auch richtig viel Stress. Ich vermöbel halt ein paar Banditen, klaue denen das Inventar und manchmal gibt es auch ein paar EP, oft aber nicht. Das haben die absichtlich so gemacht, die Entwickler der Mod, dass man hier sich nicht überleveln kann. Ist fair und in Ordnung. Würde ich behaupten. Warum wächst du? Was ist los? Wo rennt der jetzt hin? Ja, das NPC-Verhalten ist mir manchmal noch ein bisschen. Kein Problem. Bisschen komisch. Steck die Scheißwaffe weg. Was ist. Kümmerliche Vorstellung. Also, wie gesagt, die geben keine EP. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Und irgendwie, ja, sehr seltsam. Aber Stahlgeflecht, neue Waffe, können wir zwar nicht benutzen. Aber die ist sogar noch minimal besser als der Morgenstern. Interessanterweise brauchen fast alle Waffen, bis auf ein paar wenige, mehr Stärke, als dass sie Schaden verursachen. Ist vermutlich okay zum jetzigen Zeitpunkt des Spiels. Jetzt haben wir hier fast alle Banditen vermöbelt. Da oben ist noch einer, der auf die Fresse kriegen kann. Ansonsten gehen wir dann gleich zu Stuart und erledigen seine Quest. Oder war der, hatte der einen Namen? Das war Dranor. Hey du. Der hat aber nichts zu melden bisher. Okay. Na gut, dann gehen wir zum kleinen Mann. Der Bandit hat eine schwere Rüstung, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Aber wir haben sage und schreibe schon einen Großteil aller Banditen vermöbelt. Warum wächst du mit? EP gab es zwar nicht viel, aber damit müssen wir leben. Dafür hat sich aber unser finanzielles Polster nochmal verbessert. Wir haben sage und schreibe 4000 Erz und ja, ganz viel Gammelwaffen, die man trotzdem irgendwie verscherbeln kann. Vor allem Bögen. Ah, gar nicht so viel, wie ich dachte. Ich dachte, wir hätten vielleicht schon 10 Langbögen. Aber egal, die kann man gut verkaufen. Da kann man gut Geld mitmachen. Deswegen werden wir genau dies tun. Ich versuche dann auch mal, vielleicht mich mal mit einem Alligator zu messen. Vielleicht klappt das auch. Oder wir versuchen mit den Keilern zu kämpfen. Das wäre auch eine Idee. Aber jetzt gehen wir erstmal hoch und erledigen die Quest. Beziehungsweise holen kurz eine Locke von dem Typ ab und gehen damit dann zu Kronos. Jetzt will ich mir auch kurz überlegen, wenn wir dann hier soweit durch sind. Laris ist ja auch guter Dinge mit uns. Wir könnten die Quest vom Dingen abgeben, vom Torus. Das ist zwar keine eigene Quest, aber das ist Aufnahme altes Lager, dass halt der Mordrag weg ist. Dann können wir noch nach dem Sand im Mehl schauen. Und wir können Snuff sagen, dass Neck noch lebt oder vielleicht auch nicht. Und ansonsten gucken wir mal, ob wir vielleicht im alten Lager zumindest mal mit Kirgo zurechtkommen. Ansonsten könnten da vielleicht noch ein paar andere Quests auf uns warten. Und die Jagdprüfungsgeschichte. Aber stopp, wir haben ja auch Nacht. Das heißt, wir machen Folgendes. Planänderung. Fast vergessen, wir gehen zur freien Mine. Nachdem wir mit dem Kerl hier geredet haben. Mit dem Steward. Und nutzen die Nacht nochmal für unsere fiesen Zwecke. So, da ist Cyrus. Ich muss es doch mal machen, dass wir mit dem seine Quest angehen. Das hat bisher irgendwie immer nicht geklappt. So. Hey, ich brauche eine Haarlocke von dir. Der Magier Kronos braucht sie, um den Fluch aufzuheben. Dann nehmen Sie bitte. Haben wir sie jetzt schon erhalten? Sehe ich zwar jetzt nicht im Inventar, aber egal. Okay, dann würde ich sagen, das ist jetzt ein Sonderumstand. Dann gehe ich wirklich direkt mal zu Kronos und gucke, dass wir das klären. Der sagt bestimmt eh, okay, ich bin jetzt dabei, komm morgen wieder. Das ist so eine perfekte Komm-Morgen-Wieder-Quest. Noch haben wir ja ein bisschen was in der Nacht. Da können wir dann auch gleich noch zur freien Mine rauschen. So, Kronos. So, hier, ich habe bereits alle Dinge, die wir brauchen. Bitteschön. Dann können wir beginnen. O Adanus, gewähre uns deine Gnade. Mach, dass dieser Zauber die Seele und den Körper des Unschuldigen verlässt. Was, die Seele soll den Körper des Unschuldigen verlassen? Moment. Wie geht's jetzt weiter? Ich hoffe, es hat geklappt. Hoffentlich, danke für deine Hilfe. Möge Adanus dich immer beschützen. Alles klar, Kronos.
Dann schauen wir mal, ob es geklappt hat. Mal sehen, ob es funktioniert hat. Gut, dann gehen wir direkt hoch. Ja, das ist okay. Wie gesagt, ein bisschen was von der Nacht haben wir ja noch. Richtung freie Mine. In der freien Mine müssen wir auch noch ein paar Quests annehmen können. Mit Butch können wir uns noch anlegen. Wir können bei diesem Griever irgendwas machen. Der Fritz und der Pascal waren sonst wo unterwegs. Das mit dem Pascal ist übrigens eine komische Sache. Wir haben übrigens genug Stärke, um mit dem zu reden. Das werde ich hoffentlich nicht vergessen. Auch wenn die Quest Pascals Gesetz irgendwie weg war. Blöderweise, muss man ja sagen. Oder irgendwie nie im Logbuch vorhanden war. Das sind hoffentlich Fehler, die man sich leisten kann. Ah, nimm diese Flasche mit Reisschnaps und genieße sie mit mir, Mann. Wir haben es geschafft. Alles ist wieder so, wie es war. Du bist mir vom Himmel gesandt worden. Ich denke, du solltest mir etwas geben, um die idyllische Atmosphäre aufrechtzuerhalten. Na ja, bitte, nimm. Du hast es dir verdient. Hier sind noch ein paar Fälle. Ich bin sicher, du wirst gutes Geld damit machen, wenn du einen Käufer findest. Ich danke dir. Was wirst du jetzt machen? Ich bleibe vorerst hier. Ich komme mit den Jägern gut zurecht. Und wer weiß, vielleicht bringen sie mir mehr von ihrem Handwerk bei. Also viel Glück bei der Jagd. Und damit haben wir Lilliput abgeschlossen. Zahlte mir eine üppige Belohnung und die Geschichte nahm ein glückliches Ende. Ja, perfekt. Wir haben sogar Schattenläuferfelle bekommen und Wolfsfelle, okay. Und jetzt ist der Steward wieder normal groß. Mein Glückwunsch. Jetzt gehen wir wieder an den Erpressern vorbei. Vielleicht könnten wir jetzt sogar ein bisschen mehr Schaden ausrichten, aber ich glaube, es ist immer noch nicht genug, deswegen ignoriere ich das erstmal. Also deren Konflikt. Ich hätte die 10 Erz gezahlt, aber das war ja verbuggt. Also müssen wir leider den alten sicheren Weg nehmen. Und uns die einfach ein bisschen vom Leib halten. Ist hier noch irgendwas zwischen den Felsen? Bei Gothic 1 bin ich übrigens da nie so erpicht drauf, alles zu erkunden wie in Gothic 2. Also in Gothic 1 nicht so wie in Gothic 2, weil es hier einfach oft, also in den eigenständigen Mods natürlich schon, aber in den Erweiterungsmods oder in dem Standardspiel, da gibt es nie so nette Verstecke wie im zweiten Teil. Oder wie dann halt in zum Beispiel Lobos in der Mod oder Goldenes Tor oder Dark Saga oder Escape. Könnt ihr alle nennen, die ich im letzten Jahr gemacht habe. Archolos sowieso. Da wirst du halt immer belohnt, wenn du ein bisschen dir die Gegend anschaust und mal hinter jeden Stein guckst. In Gothic 1 nicht so ganz. Ah, Besuch. Mach uns keinen Ärger, sonst bekommst du welche. Ich will mich hier nur mal umsehen. Dann pass auf, dass du niemanden auf die Füße trittst. Ich will in die Mine. Ich glaube kaum, dass dir das gelingen wird. Aber sprich mal mit Oakle. Ich gehe dann mal. Ich hoffe, wir verstehen uns. Auf jeden Fall, der Herr. Kannst du ruhig weggucken. Ich bin ein unbescholtener Bürger. Ja, das Krasse ist, die freie Mine ist wirklich auch noch ein relativ großes Lager. Das vergisst man immer. Also ein Drittel des gesamten neuen Lagers befindet sich einfach hier. Und wenn ich mich recht entsinne, waren die Truhen hier richtig enttäuscht. Hey, du hast da drin nichts verloren. Verschwinde! Ich habe nichts gemacht. Upsala, da bin ich direkt runtergefallen. Darf man hier rein? Snake. Da hast du noch mal Glück gehabt. Ist auch ein Nordmara, oder? Hallo. Hab keine Zeit zum Reden, lass mich in Ruhe. Okay, das werde ich wohl so hinnehmen müssen. Warum sind die hier alle noch wach, Mann? Grabarz. Egal, guckt in eine andere Richtung, Jungs. Und ich mache mich hier ans Werk. Ich glaube, der Snake hatte gar keine Truhe in seinem. Deshalb schleicht. Hey, du! Als ob ihr mich seht. Glück gehabt! Was ist Roger jetzt hier drin? Wer bist du? Ein Schürfer, wie die meisten der glücklichen Leute, die hier arbeiten, meine ich. Im Kessel, wie er umgangssprachlich genannt wird. Hab gehört, dass es hier besser ist, nach Erz zu graben als in der Gommesmine, aber der Unterschied ist wahrscheinlich gering. Lohnt es sich, ein Schürfer zu werden?
Haha, ich kenne dich nicht, mein Junge, aber du hast einen guten Sinn für Humor. Hier erwartet dich nur eine harte Schinderei, die ohnehin anderen zugute kommt. Hey, du! Mein Problem? Du lernst schnell. Verdammt, jetzt wurde irgendwas anderes noch. Jetzt kann ich das hier nicht lesen. Irritation. Aber was soll ich damit sagen? Was ich damit sagen will, ist, dass sie und die Söldner nur ein gutes Geschäft auf Kosten der einfachen Leute machen wollen. Und dieser ganze Plan ist Schwachsinn. Darf ich eure Mine betreten? Es ist so wahrscheinlich wie die Barriere, dass sie diese Woche fällt. Nur Personen, denen Okel und oft auch Lee selbst das größte Vertrauen entgegenbringen, dürfen die freie Mine betreten. Die Söldner wollen nicht, dass einige von Gomez verdeckten Spionen einbrechen und Schaden anrichten oder versuchen, etwas zu erschnüffeln, das uns schaden könnte. Und das ist schon mal passiert. Hey, du. Welche wichtigen Leute sind im Kessel? Glück gehabt. Weißt du, ich habe zufällig keine Flasche Schnaps dabei. Kannst du mich aus dieser schwierigen Lage befreien? Bitte, nichts geht hey, über ein du. Exquisites Getränk. Ich danke dir. Okel ist hier der Verantwortliche. Er ist der Sicherheitschef der freien Mine. Nicht sehr nett, aber Lee schätzt ihn für seine Loyalität. An der Spitze der Schiffe steht Swiney. Einst ein fähiger Ingenieur, aber jetzt ist er ausgebrannt wie ein alter Stängel. Und schließlich ist da noch unser Juwel, Baloro. Wenn du ihn noch nicht kennst, sollst du das besser nicht ändern. Er liebt es, Neuankömmlinge auszunutzen. Er gibt vor, freundlich zu sein, will sich aber nur auf Kosten anderer bereichern. Einmal versprach er jemandem eine prächtige Rüstung, die er natürlich im Voraus bezahlte. Aber er bekam nur ein paar schmutzige Lumpen. Und als ein Kunde wütend wurde, schlug er ihm noch in die Fresse. Na, netter Kerl. Wahrscheinlich gibt es in der Kolonie noch mehr Menschenfreunde wie ihn. Hey, du! Kann ich von hey. Dir lernen? Glück gehabt! Und wie lautet dein Tipp? Oh, ein Stärkepunkt geschenkt bekommen. Ich kenne zum Beispiel die Besonderheiten meiner Arbeit. Ein gutes körperliches Training. Es geht darum, seine Kräfte einzuteilen und seine Ziele zu wählen. Bei körperlicher Arbeit ist es besser, mit kleineren Aufgaben zum Aufwärmen zu beginnen. So kannst du deine Kräfte optimal für das Hauptziel einsetzen. Versuch jedes Mal ein bisschen mehr aus dir rauszuholen. So wirst du allmählich über deine bisherigen Grenzen hinauswachsen und effizienter werden. Hey, okay, du. Danke für die Tipps. Du lernst schnell. Tatsächlich war das ein guter Tipp. Ein Reisschnaps für einen Stärkepunkt einzutauschen, lohnt sich. So, jetzt sollten die alle wieder ihres Weges gehen und uns keiner sehen. Perfekt. Oh, das ist eine Kacktruhe. Wenigstens geht die auf. Einmal links, rechts, offen. Drei Äpfel. Das ist sehr viel wert. Wir haben schon zwei Stärkepunkte nur in Form von Äpfeln. Auch nicht zu unterschätzen. Und der Roger hat uns auch nochmal einen Stärkepunkt verschafft. Gar nicht mal so übel. Aber dass ja auch nachts so viel los ist und so viel aktiv ist. Mensch, Jungs, geht doch mal pennen. Gibt's doch gar nicht. Aber das war auch gar nicht so einfach. War es noch nie. Rezepturen. Ich glaube, das Buch haben wir schon mal, aber das sind umgerechnet auch wieder 50 Erz. Und ein Schinken. Ja, die Truhen sind auch wirklich... Also das hier ist ja miserabel. Was du hier findest, ist miserabel. Das ist ja wirklich nicht der Rede wert. So, hätten wir schon mal die drei Truhen weit oben. Drei Truhen, drei Hütten. Truhen waren es, glaube ich, sogar schon vier. Und wer bist du? Ich werde dir nicht sagen, wer ich bin. Ich werde dir nicht die Stiefel lecken. Ich sehe, du urteilst schnell über Menschen. Ich denke und handle, wie es mir gefällt. Und du verschwindest mir aus den Augen, sonst werde ich dir den Arsch aufreißen. Ich denke, es ist an der Zeit, dir eine Lektion in Demo zu erteilen. Oh, Zeit für ein bisschen Gymnastik. Ich frage mich, ob ich dich ordentlich verprügeln oder dein lächerliches Leben gleich beenden soll. Dann will ich dir deinen Kopf, den Scavengern und deinem Körper, den Morlets zum Fraß vorwerfen. Oder vielleicht andersrum. Nur von diesen Gedanken, du kleiner Trottel. Es wird Zeit, dass du ein paar Manieren lernst. Das können wir auf jeden Fall machen. Auch wenn ich mehr Leben haben könnte, das sehe ich ein. Da hätte ich früher speichern sollen. Einfach nach ein paar Schlägen speichern, alles gut. Wo man sich von irgendwelchen Schürfern wieder irritieren lässt und Fehler macht. Nein, muss ich wieder auf die harte Tour lernen. So, gute Ausgangslage.
Warum? Deswegen. Ganz ordentlich. Okay. Also über die Hitbox reden wir jetzt mal nicht. Das, da muss man schon beide Augen zukneifen, damit das noch durchgehen könnte, aber egal. So, zwei gute Schläge. Ah, der hat genug. Und down ist er. 50 Pfeile hat er dabei, den guten Langbogen, wir kennen ihn, wir lieben ihn, 150 Hertz auf die Bar, auf die Hand sind es, ne? Und die Lektion in Demut hat er vermutlich auch gelernt. Wir haben schon ganz viele Blutfliegenstacheln, die sind zumindest ein bisschen was wert. Das Buch haben wir zweimal, das ist aber dasselbe, meine ich. Irgendwas mit Galle. Irgendwas mit Galle, ja. Das ist dasselbe Buch, das können wir auch nicht verkaufen, aber haben wir den Banditen vermöbelt. Das wird dir noch leid tun. Ja, halt die Schnauze. Warte mal. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. So ging der große Krabatz zu Boden. Glücksfall, nichts weiter, Amateur. Sei das nächste Mal nicht so voreilig mit dem Urteil über Leute, die du triffst. Geh mir aus den Augen, Junge, oder ich rufe meine Kumpels. Mach's gut, grüß sie von mir. Warte mal. Ja, das war schon... Langsam aber sicher wird der namenlose Held Ziggy. Hallo Fremder, ich bin's, der große Ziggy. Starke Worte für einen Kerl in dreckigen Klamotten. Beachte das gar nicht. Wie man so schön sagt, die Kleidung macht nicht den Druiden oder was auch immer. Was willst du? Du kannst eine Menge Erz gewinnen. Alles, was du tun musst, ist mir zu helfen. Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Ja, aber dieses Mal ist es wahr. Das ist die reinste Wahrheit. Kann ich in meiner Sache auf deine Unterstützung zählen? Ja. Du bist ein kluger Mann. Ich wusste, du würdest zustimmen. Genug geschwatzt. Wie sieht dein Plan aus? Soweit ich weiß, haben ein paar Banditen die Magier ausgeraubt. Sie haben Erz aus einer großen Truhe gestohlen. Ich zeige dir, wo es ist, und du entfernst die Wachen. Und du? Weißt du, kämpfen ist nicht mein Ding. Also gehen wir? Jetzt bin ich hier direkt in so eine Quest reingestolpert. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Der große Krabatz, egal. Den kann man notfalls auch nochmal niederschlagen. Ich wollte eigentlich hier weiter... bisschen die Gegend unsicher machen. Jetzt muss ich hier mit dem Kerl mitlaufen, weil ich direkt in eine Quest reingefallen bin. Und die heißt auch noch, der kleine Gauner. Wer eins und eins zusammenzählen kann, der weiß, wir gehen hier nicht als große Gewinner aus der Sache raus. Aber vielleicht gibt es ein paar nette kleine Spielereien oder ein paar nette Dialogzeilen oder sonst was. Mal gucken, was der große Ziggy jetzt von uns will. Da ist die Bude von Snake, da war glaube ich gar keine... Dingen drin. Kessel. Aha. Gut, die Drohne. Holen wir uns noch. Hier stehen halt sehr, sehr viele Söldner. Hammer's Ball, Ziggy. Meisten ohne Namen. Die kann man aber alle umboxen. Ne? Ganz wichtig. Wo will der jetzt mit mir hin, aber? Ich habe gehört, dass ein paar Banditen die Magier ausgeraubt haben und er weiß, wo sie das Erz versteckt haben. Es würde nicht schaden, ihm zu helfen. Ja, naja. Da bin ich anderer Meinung, Ziggy, aber ist auch nur meine Meinung. Wenn wir jetzt gleich auf die blöden Erpresser treffen, dann müssen wir die, glaube ich, umboxen. Oder schauen, wie wir da dran vorbeikommen. Oder der lockt mich jetzt einfach in eine Falle. Das gibt doch eh nur Ärger. Genauso wie Ärger mit diesem komischen Baumstumpf hier. Beziehungsweise nicht Baumstumpf, sondern umgefallenen Baum. Der Ziggy, ey. Ich hoffe, es gibt kein Problem mit diesen Lümmeln da vorne. Aber ich glaube, notfalls kriegen wir das auch gleich einfach wieder hin, indem wir die Waffe ziehen. Das sollte auch funktionieren, wenn wir am hinterherlaufen. Ja. Weg mit der Waffe. Hat geklappt. Vielleicht sind wir auch schon stark genug, um sich mit denen zu messen. Damit wir die platt machen können. Denn wir sind ein bisschen stärker geworden und auch jetzt wieder einen Stärkepunkt dazu bekommen. Nur bei 38, beim nächsten Level-Up werden wir auf 42 hochschrauben. Und dann kommt der nächste Punkt in Einhand. Und der latscht mit uns. Ich weiß, wo der hinläuft. Ich weiß genau, wo der hinläuft. Und ich weiß auch genau, welche Truhe der meint. Die hätte ich schon längst plündern sollen, fällt mir gerade mal so auf. Denn ich hätte die beiden auch schon längst niedermachen müssen.
Da sind sie. Mach sie platt und ich hole die Kiste. Das wäre einfach für mich, wenn du mir helfen würdest. Ich bin das Gehirn dieser Operation, okay? Also ich brauche mich nicht zu engagieren, ne? Geh schon, das Erz wartet. Die greifen einfach so an. Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Ach Mann, schon wieder diese Scheiße. Das ist doch so blöd, dass diese Wächter-Söldner genau unter uns sitzen. Dann ziehst du die Waffe und die labern dich durch die Decke an. Ey, das ist doch bekloppt. Wir sagen, in der nächsten Folge versuchen wir uns mal an der Quest mit dem Siggi. Ich bin mal gespannt, ob das uns gelingt, ob wir stark genug sind gegen zwei Banditen gleichzeitig. Es könnte zumindest mal interessant werden. Ansonsten, die Quest wirkt aber ganz nett, so von der Aufmachung her. Hoffentlich springt am Ende auch was für uns dabei raus. Aber so viel erstmal zu dem Kampf gegen die beiden Banditen da vorne. Hoffen wir mal aufs Beste. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.